Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Nioh. Es geht weiter mit dem Let's Play. In der letzten Folge haben wir ein paar Nebenquests gemacht. Und auch heute würde ich gerne noch mit euch hier diese zwei Nebenquests machen, bevor wir weiter in die nächste Hauptmission gehen. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit einem scharfsinniger Krieger. Und wenn wir die beiden dann abgeschlossen haben, geht es in die nächste Hauptmission. Und da freue ich mich natürlich schon drauf. Wir haben ja auch in den letzten Folgen einiges gesammelt. Hab ich euch gezeigt. Und da habe ich jetzt auch die Seelenbilder abgeschlossen. Verbinden wir uns schon wieder mit. Das ist doch der unübertroffene Krieger des Westens. Was macht denn der hier? Und ich habe sogar noch das Aussehen von seiner Frau. Haha. Cool. Meine Waffe ist jetzt auf plus 8. Auch die Rüstungen können sich langsam sehen lassen. Außer das Kodama-Gefäß. Da kann ich aber auch noch auf mein Hayabusa oder auf meinen unübertroffenen Krieger zurückgreifen. Aber ich würde sagen, wir starten dann auch gleich mal mit der Mission. Das Gute ist, er greift ja, glaube ich, mit dem Raikiri an, wenn ich mich nicht täusche. Also er macht oft Blitz auf seine Waffe, um sein volles Schadenspotenzial auszuschöpfen. Und da wir die gleiche Rüstung tragen, kann sich das durchaus auch positiv für uns herausstellen. Jetzt zum Beispiel. Haha. Echt jetzt? Knallt er mich einfach runter? Kleine Mistratte. Hier geht's weiter, aber das Tor lässt sich wie immer nicht öffnen. Wichtig, dass der schon mal weg ist. Der ist nämlich böse. Da hat er mich jetzt echt noch erwischt. Und getötet gleich mal. Ich glaube, da haue ich mir das nächste Mal einen Schutztalisman rein. Also, ich habe so motiviert meine Rüstung hochgelevelt und trotzdem ist der Schaden einfach noch so abnormal, Leute. Sieht schon mal, der Hund hat mich mal so ein bisschen gestriffen. Diesmal laufe ich nicht hoch. Oh, oh. So. Jetzt haben wir dich. So, den hätten wir. Der hat, wie ich das vermutet habe, alle Schee unter Blitz eingehüllt. Und was hat es gebracht? Mach mehr Damage, 11.000 von hinten.
Es waren nur 6000 von hinten, ne? Weil das Blitz nicht vorhanden gewesen ist. So. Ein neues Schwert haben wir bekommen. Sogar auf plus 4. Zwei Waffen schon wieder auf plus. Ne, einen auf plus 4 und einen auf plus 3. Nichts, was wir gebrauchen können. Durch, ne? Da kam mir, da muss ich durch, richtig. Schön, wenn mal zur Abwechslung etwas nicht so übertrieben krass viel Damage macht. Hey, wenn du mich jetzt tötest, ne? Mistkröte. Danke. Sehr freundlich von dir. Machen? Ja. Aber hier waren wir schon. Das Level ist größer, als ich dachte. Da ist auch schon die nächste Kiste. Fehlt noch eine. Dämonenkönigs. Nationale Einheit. Nee, taugt mir jetzt nicht. Hält denn der so viel aus? Echt jetzt? Das ist doch einer. Ist echt praktisch, den unbetroffenen Krieger dabei zu haben. Ich finde ihn echt gar nicht so schlecht als Koop-Partner. Ich glaube, hier machen wir mal den Shortcut lieber auf. Denn wenn wir sterben sollten, brauchen wir uns da nicht mehr anschleichen. So. Das hätten wir.
So, den hätten wir, aber da vorne war doch noch ein Raum. Wenn ich mich nicht täusche. Ne, ein Gegner, genau. Oh, wieder zünden. So. Wäre sonst schief gegangen. Die nehmen wir nochmal mit. Sollten wir eigentlich das Level gleich abgeschlossen haben. Da liegt ja noch lauter Loot. Wo ist denn der? Da drüben ist er. Oh, ist der schnell, ey. Der ist echt fix, ne? Ich muss sagen, du bist einer der besten Koop-Partner bis jetzt. Keine Wache? Du hast erhalten. Du, keine Ahnung, was das sein soll. Und Mission geschafft. Ich würde sagen, die nächste machen wir auch gleich. Bevor wir dann in die Hauptmission gehen. Alles erledigt. Hüter in den Schatten heißt die Mission mit vielen Omniomagiern. Die kann ich hier überhaupt nicht leiden. Ah, Gott, Inari. Gibt's ja, also bei Nioh 2 gibt es die Inari-Gunst. Ich weiß nicht, ob es die bei Nioh 1 auch gibt. Gunsten kenne ich mich ja bei Nioh. Also jeder braucht meine Hilfe. Mit den Gunsten kenne ich mich ja bei Nioh 1 ja nicht so aus. Stöhne da schon wieder so rum. Hallo? Ah. Der ist gefährlich mit seiner Kanone. Oh. Aber die tut die Gegner Schild debuffen und so weiter. Schwächen. Ist auch nicht so schlecht. Hätte durchaus wieder mal tot sein können. Haben wir hier gestartet? Ah, da unten haben wir gekämpft, ne? Geht's oben weiter. Da lang. So, einer weg.
das hat sie gut gemacht. Durchaus mir das Leben gerettet. Oh oh. Oh, du hast mich schon wieder gerettet. Nice. Er macht halt echt viel Damage, ne? Seiner blöden Zunge mit seinen Schlägen. Aber anscheinend geht's hier doch nicht weiter. Mit wem kämpften die? Hast du da oben noch entdeckt? Seltsam. Oh Leute, der Starzeug, das war echt knapp. Da kommt man ja ordentlich ins Schwitzen. Magier. So, du bist weg. Du hast keinen mehr. Noch die Übeltäter, oder? Sag mal. Hätte der Namahage jetzt zukommen, wäre ich erledigt gewesen. Juwel des Lebens. Ich kenne das Zeug alles gar nicht. Oh, hier ist ein Schrein. Das heißt, wir sind noch gar nicht fertig.
Das kam schon wieder göttliches Blut ohne Ende. Und vorhin, als er das mich packen wollte, den Wuchtkonter durchführen. Mit dem Enki oder irgendwie halt abhauen. Aber das geht ja bei Nioh 1 nicht. Wo sehe ich denn jetzt lang? Geht's doch gar nicht weiter. Aber ich muss da irgendwie rüber. Wie komme ich jetzt darüber? Da vielleicht durch. Tja, sie ist stärker als ihr. Oh oh. Der war gefährlich. Ich glaube, jetzt bin ich richtig. Oh oh. Nein, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Kriegen Sie diesen blöden Spasti von hinten. Die sind immer noch da drüben beschäftigt. Nee! Echt jetzt? Wahnsinn. Nicht gedacht. Hui, hui. Hat die gerade mit Blitz angegriffen? Hohoho, war das ein Damage. Der hat keine Chance. Und fertig, geschafft. Dann sind wir auch schon beim Ende der Folge angelangt, Leute. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Hauptquest. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.